Immer wieder bin ich auf Börsen und ähnlichen Veranstaltungen über dieses Spiel gestolpert. Das Cover sieht einfach so besonders aus und sticht sofort ins Auge. Es hebt sich einfach von dem sonstigen Anerlei der üblichen Gestaltung ab. Aber was steckt dahinter? Erwarten uns hier fantastische Abenteuer oder ist das Ganze eine Mogelpackung? Was taugte Boomer's Adventure in Esmic World für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde 1989 in Japan und 1990 in Nordamerika veröffentlicht. Mir ging bei diesem Spiel leider leer aus. Es ist also eines dieser ganz frühen Spiele für den Game Boy. Es erschien sogar ein Nachfolger, welcher es allerdings dann nicht aus Japan herausgeschafft hat. Ein frühes Spiel hat klassischerweise natürlich eine übersichtliche Hintergrundgeschichte. Ihr spielt Boomer und seid der letzte Krieger der Esmic World, also macht euch auf, um einen Turm zu stürmen. Also, naja. Ihr merkt schon. Das Spiel ist ein Action-Puzzle-Spiel. Mittels einer Draufsicht steuert ihr euren kleinen Dinosaurier Boomer durch die verschiedenen Ebenen des bösen Turmes. Der Innenarchitekt scheint allerdings einen fragwürdigen Geschmack zu haben, denn die einzelnen Etagen sind in Pac-Man-artige Labyrinthe aufgeteilt. Euer Ziel ist es dann einfach, zum Ausgang zu gelangen und damit die nächste Ebene zu betreten. Euer Problem ist jedoch, dass der Ausgang immer verschlossen ist und ihr einen Schlüssel braucht. Dieser ist allerdings irgendwo im Level vergraben. Irgendwo, der kann echt überall sein. Da ihr aber ein super geiler Krieger seid, könnt ihr graben. Ja, das ist eure Superfähigkeit. Graben. Okay, ihr seid aber natürlich auch nicht alleine in der Welt unterwegs und viele verschiedene Gegner sind in den Labyrinthen unterwegs. Aber keine Angst, ihr könnt diese natürlich auch auf anderen Wegen besiegen. Ihr könnt zwar eine Grube graben und die Gegner fallen dann dort auch rein, aber diese sind dann nur kurz betäubt und nicht erledigt. Aber es gibt dann noch andere Waffen zum Einsammeln, um das Ende endgültiger zu machen. Nur sind diese Werkzeuge natürlich in ihrer Anwendungsanzahl beschränkt. Neben Waffen gibt es dann aber auch noch andere nützliche Gegenstände, die euch dann helfen, den Schlüssel aufzuspüren. Sonst habt ihr nämlich echt so gar keine Orientierung. Zum Glück seid ihr aber nicht nur ihr auf der Suche nach den Schlüssel, sondern auch eure Gegner durchgraben das Erdreich der einzelnen Level. Finden diese einen Gegenstand, dann behalten sie denen auch. Die einzige Möglichkeit, denen das neu erworbene abzuluxen, ist dann diese entweder zu töten oder in eine Grube zu locken. Auch allgemein bietet das Spiel viele taktische Möglichkeiten. Hebt ihr ein cleveres Fallensystem aus oder improvisiert ihr? Es bleibt euch überlassen, vergesst jedoch nicht das Zeitlimit, das euch immer im Nacken hängt. Euch erwarten insgesamt 64 Level, wobei es eigentlich nur die Hälfte ist, ihr spielt jedes Level zweimal. Die Grafik ist bei so einem frühen Titel natürlich ziemlich simpel. Großartige Details dürft ihr hier nicht erwarten, aber es passt eigentlich alles insgesamt. Alles ist jederzeit übersichtlich und darauf kommt es ja an. Der Sound passt zu der Grafik perfekt. Es ist genau das, was ihr erwartet. Munteres Puzzler-Gedudel. Was taugte Boomer's Adventure in Esmic World für den Game Boy also heute noch? Ich muss sagen, ich bin etwas enttäuscht. Das Cover ist mir immer so sehr ins Auge gestochen und ich habe mich immer gefragt, was dahinter steckt. Es ist an sich ein solider Puzzler. Nicht mehr, nicht weniger. Ich persönlich wurde aber nicht super warm damit, aber für Fans des Genres durchaus mal einen Blick wert. Das war der Test zu Boomer's Adventure in Esmic World für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir es beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.